meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen vermissten Fall aus den USA, wie so häufig. Und zwar um Catherine Scott Egglestone. Geboren am 4. Mai 1971 und verschwunden am 2. August 1993. Sie verschwand unter mysteriösen Umständen in Portland, Oregon. Ihr Verschwinden wurde in The Last Time We Saw Her, einem Sachbuch von Robert Scott aus dem Jahr 2012, das den Mord an Brooke Wilberger sowie mehrere andere vermissten Fälle in Oregon beschreibt, ausführlich beschrieben. Egglestones Verschwinden gilt als einer der berüchtigsten ungeklärten Fälle in der Geschichte Portlands. Catherine war eine frisch gebackene Absolventin der Oregon State University und hatte einen Job bei Allnet angenommen, einem Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Lake Oswego, Oregon. Nachdem sie am Morgen des 2. August 1993 an einem Geschäftstreffen in Portland teilgenommen hatte, sollte sie mehrere Verkaufstermine in der Stadt wahrnehmen. Sie wurde zuletzt gegen 14.15 Uhr im ehemaligen Port of Portland Gebäude in der 700. Northeast Multnomah Street gesehen. Mehrere Personen sahen, wie sie in der Lobby des Gebäudes telefonierte. Zeugen gaben an, sie habe nervös gewirkt und ihr Mandant sagte aus, er habe sie in Begleitung eines unbekannten Mannes aus einem Aufzug steigen sehen. Catherines unverschlossenes Auto wurde am nächsten Morgen auf einem 14 Kilometer entfernten Industrieparkplatz entdeckt. Ihre Handtasche und die meisten ihrer Habseligkeiten befanden sich in dem Auto. Ihr Reisepass wurde jedoch nie gefunden. Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden von Portland zu ihrem Verschwinden konzentrierten sich stark auf die bevorstehende Verurteilung ihrer älteren Schwester wegen Steuerhinterziehung. Die Ermittler vermuteten, dass Catherine möglicherweise absichtlich geflohen war, um eine Aussage gegen ihre Schwester zu vermeiden, obwohl ihre Familie wiederholt jegliche Verbindung zwischen den beiden Vorfällen bestritt. Nach ihrem College-Abschluss zog Catherine nach Gresham, Oregon, einem Vorort von Portland, wo sie mit ihrer älteren Schwester Janet, damals 37 Jahre alt, lebte. Sie nahm eine Stelle als Verkäuferin bei Allnet Communication Services an, einem Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Lake Oswego. Am Morgen des 2. August 1993 verließ sie das Büro des Unternehmens in Lake Oswego, um an einem Geschäftstreffen in Portland teilzunehmen, bevor sie mehrere Geschäfte am Northeast Whitaker Way aussuchte. Es war Catherines erster Tag, an dem sie allein Verkaufsbesuche machte. Sie hielt bei einer Bank und einer Tankstelle, bevor sie in einem Burger King Restaurant in der Nähe des Lloyd Centers im Lloyd District ankam, wo sie dann zum Mittag aß. Kurz danach traf Catherine im 700. Building, damals Port of Portland Building, in der 700th Northeast Multnomah Street, etwa zwei Blocks vom Lloyd Center entfernt, zu einem Geschäftstermin ein. Man sah sie in der Lobby des Gebäudes telefonieren und fünf Zeugen, die sie dort sahen, gaben an, sie habe besorgt und beunruhigt gewirkt. Um etwa 14.15 Uhr beobachtete der Mann, mit dem Catherine verabredet war, wie sie mit einem Mann, der einen blauen Blazer trug, aus einem Aufzug in der Lobby trat. Der Kunde beschrieb den unbekannten Mann als dunkelhaarig und mit dunklen Teint. Dies war das letzte Mal, dass sie gesehen wurde. Catherines Abwesenheit wurde zum ersten Mal bemerkt, als sie nicht zum Allnet-Büro in Lake Oswego zurückkehrte, wo sie um 17 Uhr mit ihrem Berater verabredet war. Gegen 17 Uhr sah ein Zeuge namens John Davis Catherines grauen Golf immer noch auf dem Parkplatz des Port of Portland Building stehen. Als Catherine nicht zu dem Haus zurückkehrte, das sie mit ihrer Schwester Janet teilte, benachrichtigt Janet ihren Vater, der am 3. August von Redmond in der Gegend von Portland anreiste.
In den frühen Morgenstunden des 3. August entdeckte ein Wachmann eines Industriekomplexes an der Northeast 122. Avenue und dem Airport Way Catherine's Golf auf dem Parkplatz, etwa 14 Kilometer von Port of Portland Building entfernt, wo er zuletzt gesehen worden war, in der Nähe des Portland International Airport. Die Türen des Autos waren unverschlossen, alle Fenster waren heruntergekurbelt und die Schlüssel steckten noch im Zündschloss. Ihre Handtasche und deren Inhalt befanden sich im Auto, darunter ein Scheckbuch, Kreditkarten und eine kleine Menge Bargeld. Aber ihr Reisepass fehlte. Catherines Eltern gaben an, dass sie ihren Pass bei einem Besuch 10 Tage zuvor in ihrem Haus in Redmond abgeholt hatte. Am 6. August wurden Felder in der Nähe von Freiwilligensuchern durchsucht, ebenso wie anderes Unterholz, Schotterstraßen und Ackerland. Catherines Arbeitgeber Allnelt zahlte für zusätzliche Luftdurchsuchungen, die von Bodendurchsuchungen mit Bluthunden gefolgt wurden. Am 6. August erklärte der Sprecher der Polizei von Portland, Derek Foxworth, gegenüber Reportern, dass es auf jeden Fall so aussieht, als ob wir es mit einem Mord zu tun haben könnten. Catherines Eltern verdächtigten zunächst ihren damaligen Freund, einen Einwohner von Redmond, ihres Verschwindens. Aber er wurde von den Strafverfolgungsbehörden entlastet, die bestätigten, dass er sich zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in Zentral-Oregon aufgehalten hatte. Obwohl zunächst ein Mord vermutet wurde, stellte das Portland Police Bureau später die Theorie auf, dass Catherine absichtlich verschwunden war. Möglicherweise, um eine Aussage in einem möglichen Gerichtsverfahren gegen ihre Schwester Janet wegen Steuerhinterziehung zu vermeiden. Janet und ihr früherer Ehemann wurden beschuldigt, zwischen 1986 und 1987 rund $190.000 an Geschäftseinkünften nicht angegeben zu haben. Diese Enthüllung und die Tatsache, dass die Ermittler dies als mögliches Motiv bei Catherines Flucht ansahen, führte zu Streit zwischen der Familie und den Ermittlern, insbesondere dem leitenden Ermittler Terry Wagner. Paul Egglestone erklärte später: Wagner machte uns unmissverständlich klar, dass sie nicht mit uns reden würden, dass sie immer noch glaubte, Katie sei wahrscheinlich aus eigenem Willen verschwunden. Catherines Familie beauftragte daraufhin einen pensionierten Detektiv der Oregon State Police, den Fall weiter zu untersuchen. Und es ergaben sich mehrere Hinweise. Einer der Hinweise betraf einen Wachmann, der Schlüssel zum Parkhaus des Port of Portland Building besaß. Um die Suche weiter voranzutreiben, finanzierte Allnet eine Hotline für Hinweise zu Catherines Verschwinden. Während Mitte August Flugblätter, die eine Belohnung von $5.000 versprachen, entlang der Interstate 5 zwischen Eugene und Everett, Washington verteilt wurden. Ein anonymer Anruf bei der Tip-Hotline wurde von einem Mann getätigt, der behauptete, Catherine entführt und 2 Wochen nach ihrem Verschwinden ermordet zu haben. Der anonyme Anrufer, der angeblich mit einem Südstaatendialekt sprach, erklärte, dass sie niemals gefunden werden würde, weil ich sie umgebracht habe. Bis Oktober 1993 hatte die Polizei hunderte von Hinweisen in dem Fall erhalten, von denen sich jedoch keiner als fruchtbar erwies. Am 12. Oktober teilten die Strafverfolgungsbehörden den Medien mit, dass sie an ihrem Standpunkt festhielten, dass Egglestone freiwillig verschwunden sei, und beriefen sich dabei auf das Fehlen physischer Beweise sowie auf Catherines fehlenden Reisepass, was wiederum darauf hindeutete, dass sie geflohen war, um nicht gegen ihre Schwester Janet auszusagen. Janet und ihr Ex-Mann Jeffrey Taylor hatten sich jedoch beide am 9. Juli schuldig bekannt und auf einen Prozess verzichtet, so dass Catherine gar nicht erst hätte aussagen müssen. Nach ihrer Verurteilung am 12. Oktober wegen Steuerhinterziehung erklärte Janet gegenüber den Medien, dass ihr Fall nichts mit dem Verschwinden ihrer Schwester zu tun habe. Ihr irgendeine Verbindung zu unterstellen, befleckte sie auf eine Art und Weise, die mir unglaublich wehtut. Catherines Vater Paul äußerte sich in Briefen an die Ermittler: Catherine mag eine Regierungszeugin sein,
aber ihr Beitrag zu dem Fall muss minimal sein. Sie weiß nicht mehr als Sarah. Ihre jüngere Schwester, ebenfalls eine mögliche Zeugin, über Jeffs Finanzen. Am 4. Mai 2001, Catherines 30. Geburtstag, richtete ihre Familie eine Hotline ein, um weitere Hinweise zu ihrem Verschwinden zu erhalten. Ein Mann, der anrief, war ein ehemaliger Tankwart an der Tankstelle an der Northeast 122. Avenue und Stark Street. Der behauptete, Catherine in der Nähe des Zeitpunkts ihres Verschwindens gesehen zu haben. Diese Tankstelle befindet sich etwa 6,4 Kilometer südlich von dem Ort, an dem Catherines Fahrzeug entdeckt wurde. Der Tankwart behauptete, einer Frau, die er für Catherine hielt, den Weg zum Flughafen erklärt zu haben. Nach Angaben des Tankwarts fuhr sie mit einem Fahrzeug weg, an dessen Marke und Modell er sich nicht erinnern konnte. Kurze Zeit später kehrte die Frau dann zur Tankstelle zurück, diesmal in einem anderen Auto, einem blaugrünen Honda mit Fließheck und in Begleitung zweier schwarzer Männer. Dem Tankwart zufolge wirkte die Frau zerzaust, teilweise unbekleidet und weinend und schien Dinge zu tun, um Aufmerksamkeit zu erregen, zum Beispiel unberechenbar zu fahren. Als die Frau alleine ankam, bemerkte er ein dickes, schwarzes Buch auf dem Beifahrersitz ihres Wagens, das den von Allnet verwendeten Verkaufsbüchern ähnelte. Der Standpunkt der Strafverfolgungsbehörden, dass Catherine freiwillig verschwand, wurde bis zum Verschwinden und der Ermordung von Brooke Wilberger in Corvallis im Jahr 2004 aufrechterhalten. Wilbergers Mörder, Joel Courtney, war angeblich zum Zeitpunkt von Catherines Verschwinden in Portland und gilt als möglicher Verdächtiger. Im Jahr 2006 gab das Federal Bureau of Investigation bekannt, dass Courtney in zwei ungenannten Fällen des Verschwindens freigesprochen worden sei. Obwohl Catherines Vater gegenüber der Zeitung The Oregonian erklärte, er sei darüber informiert worden, dass Courtney immer noch als Verdächtiger in ihrem Fall untersucht werde. Catherines Mutter Heather starb im Juli 2011, gefolgt von ihrem Vater Paul im März 2017. Beide Eltern von Egglestone behaupteten stets, dass ihre Tochter ermordet worden sei. Bis heute konnte Catherine Egglestone nicht gefunden werden. So, das war's mit dem Video zu diesem Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!